Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du Notizen in einem Design in Canva einfügst und bearbeitest. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinde ich mich in der Bearbeitungsoberfläche von Canva. Was du hier genau alles machen kannst und welche Effekte und Funktionen es noch gibt, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Notizen eigentlich sind. Wie in einer Präsentation kannst du auch bei deinem Canva-Design bei den einzelnen Seiten, also bei den einzelnen Grafiken, so wie hier zu sehen, Notizen für dich zu dem jeweiligen Thema einfügen. Beispielsweise offene To-Dos, was du hier noch machen möchtest oder wofür dieses dient. Hier sieht es nun so aus, dass du in Canva für jede Seite, welche du in dein Design eingefügt hast, eine eigene Notiz einfügen kannst. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, gehst du hier in die Bearbeitungsoberfläche und wählst als allererstes deine Seite aus. Im nächsten Schritt gehst du hier unten an den linken Rand und klickst auf Notizen. Nun öffnet sich hier auf der linken Seite das Notizenfeld und hier kannst du nun Notizen einfügen. Das heißt, schreibe hier deine Notizen rein. Wichtig auch hier zu wissen, für jeden Teilnehmer, welchen du hier in deinem Design hinzufügst, sind diese Notizen einsehbar. Präsentierst du dein Design beispielsweise im Präsentationsmodus, so siehst auch du und nur du diese Notizen. Klickst du nun weiter auf die nächste Seite, so kannst du hier ebenfalls deine Notizen hinterlegen. Bist du fertig mit diesen, so kannst du hier unten wieder hinklicken und die Notizen schließen. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Canva-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Canva-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Canva. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und Merkzetteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Canva-Einsteigerkurs-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal, um keine Schritt-für-Schritt-Anleitung mehr zu verpassen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.